Darmstadt-Griesheim, ein herrlicher Frühlingstag. Es herrschen Idealbedingungen für einen Forschungsflug von Frau Dr. Frohnapfel und Herrn Diplom-Ingenieur Weißmüller. Sehr vorsichtig befestigen sie den empfindlichen Messfühler an der Tragfläche. Diese Spezialanfertigung ist ein Unikat und darf auf keinen Fall beschädigt werden. Die Wissenschaftlerin forscht am Exzellenzcluster CSI, dem Center of Smart Interfaces an der TU Darmstadt. An dieser Schnittstelle von Ingenieur- und Naturwissenschaften werden Kontaktphänomene untersucht, die entstehen, wenn Fluide auf eine feste Oberfläche treffen. Professor Tropea beobachtet den Messflug. Er ist der Sprecher des Clusters und arbeitet genau wie seine Kollegin auf dem Gebiet wandnahe Strömungen. Am Cluster Smart Interfaces forschen wir über Grenzflächen. Grenzflächen zwischen Fluide und Feststoffe. Und unser Ziel ist es, einmal interdisziplinär diese Forschungsthemen anzugehen und auch einen sehr regen wissenschaftlichen Austausch international anzugehen. Die Wissenschaftler versuchen, den Reibungsverlust von Flugzeugen zu reduzieren. Dazu werden Strömungen in einem Windkanal untersucht. Mit einem Plasmaaktuator gelingt es, die Störungen in laminaren Strömungen zu dämpfen, sodass diese nicht turbulent werden. Eine laminare Strömung hat grundsätzlich eine viel geringere Reibung als die turbulente Strömung. Also die Reibung zwischen Fluid und fester Wand ist deutlich verringert. Und der Anwendungsbereich eines solchen Unterschiedes ist sehr breit gestreut. Er reicht von einem Hochleistungsschwimmer bis hin zu einem weltweiten Transportsektor, also beispielsweise ein Flugzeug. Im RSM-Labor werden Verbrennungsvorgänge in unmittelbarer Nähe zu Wänden untersucht. Verbrennungsvorgänge sind charakterisiert durch eine Vielzahl chemischer Reaktionen, die gleichzeitig auf engstem Raum und in Wechselwirkung mit der Strömung stattfinden. Professor Dreizler will die Vorgänge an der Phasengrenze zwischen der Gasphase und einer festen Oberfläche experimentell genau untersuchen, da sie bedeutende Auswirkungen auf die Schadstoffemissionen und Effizienz von Verbrennungsvorgängen haben. Damit haben diese Arbeiten eine hohe technische Relevanz. In diesem Experiment simulieren wir gasturbinenähnliche Bedingungen. Wir interessieren uns für die Gemischbildung zwischen Brennstoff und Verbrennungsluft, insbesondere die Vermischung im Inneren dieser Düse, wo die Wand mit dem Wandfilm des flüssigen Brennstoffes und der Gasströmung in einer wechselseitigen Beeinflussung stehen. Als Messinstrument dient Laserlicht, weil es den untersuchten Prozess nicht beeinflusst. Die extrem schnell ablaufenden Prozesse werden unter anderem mit neu entwickelter Hochgeschwindigkeitsdiagnostik aufgezeichnet. So können die Phänomene selbst in interstationären Verbrennungssystemen in Echtzeit untersucht werden. Unter Verwendung von Methoden aus der Laserspektroskopie messen wir hier mit hoher räumlicher und hoher zeitlicher Auflösung komplexe Vorgänge in Verbrennungsvorgängen und reaktiven Strömungen. Im Labor für technische Thermodynamik arbeitet Nils Schweitzer am Parabelflug-Siedeversuchsstand. Unter der Leitung von Professor Stefan wird dieser Versuchsaufbau seit Jahren immer weiter verbessert. Die Forscher messen die Temperaturverteilung und die Wärmeströme in Siedeblasen bei Schwerelosigkeit, um ein fundamentales Verständnis für die Phänomene an den Grenzflächen der Blasen zu erlangen. In dem Siedeversuchsstand untersuchen wir einzelne Siedeblasen, die an einer Heizwand generiert werden, dann an der Heizwand wachsen und abreißen, aufsteigen und damit die Energie weiter in die Flüssigkeit, ins Fluid hinein transportieren. Wir beobachten einerseits mit Hochgeschwindigkeitskameras die Form der Blase beim Aufstieg und vorher beim Abriss. Und wir messen die Temperaturen und auch die Wärmeströme an der Wand und um die Blase herum und verstehen damit sehr genau die Mechanismen des Wärmetransports, mit der die Energie von der Wand abtransportiert wird. Ihre Erkenntnisse werden dann zur Konstruktion neuer, intelligenter Oberflächenstrukturen genutzt, die eine deutliche Effizienzsteigerung gewährleisten. Hier sehen wir jetzt ein Smart Interface für einen schon hochleistungsorientierten Verdampfer. Diese Oberfläche ist jetzt strukturiert. Was wir hier drauf haben, können wir im Auge gar nicht sehen. Das ist ein Mikronadelwald, in dem jetzt ganz viele Blasen entstehen, sehr dicht sind und die sehr schnell ablösen und damit sehr viel Wärme transportieren. Und wir haben dann typischerweise einen Faktor 10 besseren Wärmetransport als bei einem Referenzglattrohr. Und das sehen wir im Detail jetzt auch da drüben am Bildschirm. Das CSI in Darmstadt optimiert die Technologien der Gegenwart so, dass wir auch in Zukunft verantwortungsvoll, effizient und nachhaltig mit den Ressourcen und Möglichkeiten unseres Planeten umgehen können.